Als ich mit meinen Gefährten nach Sancta Boronia kam, fühlte ich in meinem Herzen, wie flüchtig doch das Leben sein konnte. Der Tod wartet auf uns alle. Diese Erkenntnis rüttelte etwas anderes in meinem Inneren wach. Mein Wunsch, aus dem Horasreich mehr zu machen, als es im Moment ist. Was ist das für eine Welt, in der wir leben? Hunger, Krankheit, Verrat, Betrug und wie die Erbsünden der Menschen nicht alle heißen. Ihr grässliches Haupt auf die Welt gerichtet, vergiften wir alles und jeden. Wäre sie nicht besser, wenn diese Welt von den Errungenschaften meines Landes profitieren würde? Das Elend habe ich schon gesehen. Ein endloser Krieg in Andagast und Nostria. Die Leute hungern und leiden. Die schier endlosen politischen Ränkespiele im Mittelreich. Lieber salzt der Adel dort die Felder, bevor sie einander helfen. Die Kultstätten im Osten, Yol-Gurmak, ein Paradies für einen Dämonenbeschwörer. Ich könnte ewig so weitermachen. Ich wage es nicht einmal, meinen Gedanken den folgenden Satz zu formen. Darum flüstere ich, so leise wie ich nur kann, in mich selbst hinein. Ich bete, die Zwölfe können mich nicht hören. Ein Land, ein Reich, ein Horas. Ich werde alles geben, damit mein Traum wahr wird. Ich weiß nicht, Leute, ob es nur mir so geht, aber ich fühle mich hier unten unwohl. Wirklich? Was vielleicht auch daran begründet ist, dass ich keine Ahnung habe, wie wir hier wieder rauskommen sollen. Ich wollte es nur gesagt haben. Das einzige Schöne ist die Ruhe. Wieso, er kennt den Rückweg, oder? Ja, er kennt den Rückweg, aber es ist die Frage, ob der geistig beieinander ist, dass er uns rausbringen kann. Ja, ist sehr zugerichtet. Ja, eben, meine ich auch. Ja, kann ich noch ein bisschen nachhelfen, oder? Mehr zurichten. Nein, nicht mehr zurichten. Die könnten immer ein bisschen mehr zurichten. Ja. Schöne Rüstung, die du da hast. Schöner Siegelring. Hm. Den brauchst du doch hier unten. Rabenschnabel. Ja. Mit dem fange ich nichts an. Wollt ihr nicht lieber Heilkunden, Heilverbinden Zeug machen? Ja, ja, ich habe ja schon meine zwei Heiler. Soll ich euch nochmal die Bildgeschichte vorlesen oder nicht? Bildgeschichte vorlesen. Die Bildgeschichte, wie sie das anhört, gell? Soll in der Volksschule. Ich kann mal zum Schlafen gehen, die Bildgeschichte vorlesen. Nein, ich habe das Video von Stefan noch alles gut im Kopf. Also. Nein, wie ihr wollt. Müssen wir nicht. Wie ihr das wünscht. Ich brauch's nicht, ich weiß, was passiert. Okay. Wer schaut? Ich brauch's auch nicht. Gut, aber dann war für euch, gell? Jetzt haben wir wieder eine halbe Stunde verloren, was er vorbereitet hat. Ja, scheiße, jetzt wird's eng. Das war das Einzige, was ich heute vorbereitet habe. Jetzt muss ich ganz jetzt langsam. Jetzt wird das Labyrinth riesig werden. Ja. Das ist echt schade, falsch. Und ganz langsam wird gesprochen. Das erinnert mich an noch jemanden. Ja, mich auch. Was? Das erinnert mich an einen anderen Spielleiter, den man online sehen kann. Also, der auch so langsam spricht. Na, damit du das auch merkst. Ja. Richtig. Okay, das schneide ich aber fix nicht raus. Das bleibt drin. Das ist die Retourkutsche für den Thymian. Kann man jeder erzählen, was er will. Das sind einfach zu viele Zufälle. So. Aber das Allerwichtigste, unserem treuesten Fan, nochmal schöne Grüße, nicht wahr? Meine die Mama von ja. Dümion Andrin. Danke fürs Einschalten und Liken. So, schlagartig kehrt wieder Stille im Raum ein. Rund um euch liegen die zerfetzten Rüstungsteile am Boden. Während ihr gerade dabei seid, euch kurz wieder zu sammeln, seht ihr im Augenwinkel, wie Sigon sichtlich schwer verwundert, ohne ein Wort zu sagen, zu Boden geht und seinen Rücken gegen die steinerne Wand lehnt. Seine Augen sind geschlossen, nur sein Mund bewegt sich, ohne dass er dabei aber etwas spricht. Ihr nehmt mal an, wahrscheinlich im Gebet. Was wollt ihr tun? Puh. Also man muss sich mal vorstellen, das waren eigentlich beseelte Rüstungen, ja, also unheimlich. Dümion weiß, es waren Widersacher Ingarims, das heißt alles, was für Ingarim, Zwergengott, gut ist, ist für die Gegendämonenart schlecht, zum Beispiel Feuer. Das hat uns ja mitgeteilt, erfolgreich. Richtig.
Genau. Das habt ihr mitbekommen. Ich glaube, ich habe nur gebrüllt, verbrennt sie, oder? Ja, genau. Deswegen habe ich auch mit der Fackel auf die Dinge eingedroschen. Also ich halte die Fackel immer noch in der Hand. Mhm. Ich halte ein Auge auf dem Zigon, dass er uns nicht umkippt. Also dass er zumindest einmal optisch bei Bewusstsein bleibt. Er blutet, also ihn hat es echt ordentlich erwischt. Wie schauen seine Wunden aus? Gehst du hin zu ihm? Ja. Okay. Ich folge dem Thema noch alle Fälle. Ich behalte den Raum im Auge. Sollte sich noch irgendetwas beseelen. Schaust diese schwarze Rüstung an. Gehst du wieder durch und stichst irgendwas ab, Stefan? Ja, genau. Nein, es gibt nichts zum Abstechen. Oh, die schwarze Rüstung. Die Wandbilder. Ein Heiligtum, diese Wandbilder. Das habe ich euch gesagt. Die sind wirklich schön angefertigt worden. Wirklich schön. Wertvoll wahrscheinlich, oder? Wertvoll, sagst du? Wertvoll ist immer wertvoll. Im Auge des Betrachters zu sehen. Gell? Mhm. Das sind, wenn dann, Sammelstücke. Sammelstück. Also du gehst zu ihm hin und beugst dich wahrscheinlich zu ihm runter, um zu sehen. Wenn er mich lässt, würde ich seine Wunden ansehen. Als du dich zu ihm runterbeugst, um seine Wunden zu verbinden oder mal zu betrachten, drängt er dich etwas mit seiner Hand zur Seite und verneint. Was? Nein. Er verneint. Nein. Ohne dich anzublicken auch, hörst du ihm sagen, das waren dämonische Wesen. Dämonen hier unten am heiligen Ort. Das ist für euch vielleicht auch etwas beängstigend. Dieser Ort muss entweiht worden sein, als die heiligen Fingerknochen entwendet wurden. Ansonsten ist es für Dämonen nicht möglich, hier unten zu verweilen. Es waren der Golub oder auch lebende Rüstungen genannt. Ich habe schon mal von denen gehört, aber noch nie gesehen. Ihr wisst doch, Golgariten kennen sich da auch eigentlich ganz schön gut aus, ja, so wie der Sache der Götter, ja. Bei Boron. Agrimoth ist ein Widersacher Ingarims, also das ist von dem Gott, Dämonengott. Agrimoth ist der Widersacher Ingarims. Die hier unten schon seit Jahren stehenden Rüstungen müssen von diesen Dämonen beseelt worden sein und den Befehl bekommen haben, beim Öffnen der Schatulle zu handeln. Und es hat auch genau so begonnen, er hat die Schatulle geöffnet. In dem Moment. Die hier unten schon seit Jahren stehenden Rüstungen. Also er schüttelt nur den Kopf und er redet jetzt doch einmal. Er hat nie viel geredet bis jetzt, ja, immer nur Deutungen gemacht, ganz kurz gehalten. Aber ihr wisst, das hat sie euch auch oben gesagt, wenn es zu reden gilt, um sich zu verständigen, dann wird auch bei Golgariten gesprochen. Ja. Ist klar. Er blickt euch an, dann dich, Dymion, hustet kurz auf und sagt dann, meine Schwester muss das Heiligtum entwendet haben und irgendwie diese Rüstungen als Wachen beseelt haben. Denn nur unser Prätor Fana, meine Schwester und ich haben Zugang zu diesem heiligen Ort. Bevor Vorsteher Prätor Eudin zu Naris auf die Pilgerreise aufgebrochen ist, waren wir drei hier unten in Gedenken vertieft, in Gedanken vertieft, in Gebeten vertieft. Seither waren weder unser Prätor, logischerweise, noch ich. Oder meine Wenigkeit hier. Denn Warner hat mir immer andere Aufgaben zugesprochen und sich dann selbst öfter hier unten aufgehalten. Nun war sie aber meines Wissens schon länger nicht mehr hier unten. Sie verlässt kaum noch die Schreibstube und schläft auch kaum mehr etwas. Das wisst ihr auch, Schlaf ist bei Boron, das hast du vielleicht auch in deinen Büchlein schon viel gelesen, auch Boronianer, Schlaf ist bei Boron oder Golgariten. Das ist eines der wichtigsten Sachen, ja. Da kommen sie einfach Boron am nächsten, weil es ist der Gott des Schlafes auch genannt. Ja. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, haben ihre Veränderungen begonnen, als sie von ihren Beobachtungspatrouille in der Baronkei zurückgekommen ist, das nur ein paar Tage war, bevor unser Prior aufgebrochen ist. Anfangs habe ich mir nichts dabei gedacht, auch wenn sie mir verändert vorgekommen ist. Jedoch schrieb ich es ihrer Bürde, sagen wir so, auf, dass sie die Verantwortung über Sancta Boronia nun inne hat. Aber nun sind mir die Augen geöffnet worden, Andrin, Kord und Dymion, denn sie weiß genau,
was mit Rabenstein gemeint ist. Denn viele Geschichten trugen sich dort früher im Namen der Golgariten zu. Das hat sie euch damals ja komplett abgewiesen. Ihr habt sie ihr das erzählt, auch gefragt, ob sie das kennt, aber sie kennt sie nicht. Hat das abgeblockt. Komplett, ja. Sofort. Sigon schließt seine Augen, atmet tief ein und aus und sagt leise weiter, Rabenstein wurde die Burg vor langer Zeit genannt. Sie ist nur noch den wenigsten als Burg Boronia bekannt, da nur noch Ruinen der Burg existieren. Meine Schwester weiß das ganz genau. Denn wie gesagt, viele Geschichten trugen sich dort früher im Namen der Golgariten zu. Von wem die Burg vor unzähligen Götterläufen erbaut wurde, ist unbekannt. Erste Erwähnungen stammen aus der Zeit der bornischen Unabhängigkeitskriege. Damals hieß die Burg noch Rabenstein. Unter Kaiser Hall wurde sie aufgegeben. Das war 995. Nach oder vor? Nach Bosporns Fall. Und später dem Orden der Golgariten geschenkt. Das Heiligtum Sankta Poronia sollte von hier aus Schutz durch Ordenskrieger erhalten. Im Jahr des Feuers 1027 nach Bosporns Fall bis 1028 nach Bosporns Fall wurde sie von den damaligen Golgariten Locardus von Kemet, der sich jedoch den finsteren Mächten anschloss und den Mitgliedern der Nekromantenrates der Varunkei wurde, er wurde Mitglied von denen, eroberte und teilweise wurde sie dadurch auch niedergebrannt. Später wurde die Burg befreit, dabei aber beinahe vollständig zerstört. Seitdem existieren nur noch Ruinen der Burg. Also die Burg wurde damals den Golgariten geschenkt. Diese wurde aber dann, um Sankta Poronia Unterstützung zu gewährleisten, wenn sie Unterstützung brauchen, Schutz. Diese wurde aber vom Golgariten Locardus von Kemet dann erobert. Dieser Golgarit hat sich quasi den finsteren Mächten angeschlossen. Aber er war trotzdem ein Golgarit? Dann nicht mehr. Er war ein Golgarit, ja? Hat sich aber den finsteren Mächten angeschlossen. Einem Nekromantenorden? Genau. Der Varunkei. Ist der namentlich bekannt, dieser Orden, dem er sich angeschlossen hat? Den nennt man Nekromanenrat. Ach so, es okay. Gibt nur den in der Varunkei. Das erzähle ich euch jetzt dann nur, vielleicht wisst ihr das. Das machen wir jetzt keine Probe, das ist jetzt auch unwichtig, aber Locardus von Kement war ein hochrangiger Golgarit damals. Mhm. Wirklich, also einer der höchsten. Den seine Frau wurde aber ermordet und er hat Morbarad gebeten, sie wieder zurückzuholen. Und dafür hat er sich auch diesen Orden angeschlossen, den finsteren Mächten. Und er hat auch Wort gehalten und hat seine Frau aus dem Totenreich wieder zurückgeholt. Aber sie war nicht mehr so, wie sie damals war. Und das hat ihn verrückt gemacht und hat so dadurch alles, also er ist der absolute Golgaritengegner gewesen. Hatte die Frau von ihm einen Namen? Ist der bekannt? Das müsste ich jetzt googeln. Ich sage euch das jetzt so, das erzählt euch jetzt nicht Sieger und das erzähle ich euch jetzt nur so. Okay. Das ist nur ein bisschen Hintergrundstory von dem Locardus von Kemet. Also Burg Rabenstein hat eigentlich den Beinamen oder den ursprünglichen Namen Burg Boronia. Mhm, genau. Ist es bekannt, wo diese Ruinen liegen? Und der Nekromanenrat, ist der zerschlagen worden damals bei der Belagerung? Er ist zerschlagen worden, aber man weiß nicht, wie viele davon noch leben. Es war mal die Rede von 13. Was mit der Goldenen Hand hat? Die haben sich denen angeschlossen auch damals. Die waren auch beim Nekromanenrat, das auch war der kämpferische Orden eigentlich. Okay. Ja. Mhm. Also jetzt spricht wieder er mit dir. Okay. Wie viele es noch gibt, der wurde zerschlagen, sie sind geflüchtet. Dort, wo sie untergebracht waren, in der Varunkei. Aber wie viele davon noch leben, ob sie noch leben. Naja, also Nekromanten. Aber auch wenn alle Nekromanten getötet werden. Das heißt, das waren noch die damals, die dann St. Baronia angegriffen haben, oder? Ja, nicht. Mit ihrem Untoten her und das dann die Heilige. Und die Ruinen von Burg Boronia, von Rabenstein, gibt es die noch? Sind die hier irgendwo ja, in der Nähe? Meine Schwester weiß das ganz genau. Das ist eine wichtige Sache, diese Burg zu kennen als Golgarit überhaupt. Und Sie waren jetzt halt öfters dort, habt ihr gesagt, oder? Wir waren jetzt schon länger nicht mehr dort. Sie liegt etwas abseits. Zwei Tage entfernt ungefähr. Okay. Nördlich, östlich, südlich, westlich?
eher westlich. Also ihr sagt, ihre Schwester hat die Fingerknochen gestohlen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Sie sind noch hier, oder? Wie bitte? Sie muss noch hier sein, oder? Naja, vielleicht ist schon davon gelaufen. Dann würde ich mal nachschauen gehen. Weil sonst hat er keinen Zugang gehabt zu diesem Raum hier, oder? Außer die anderen zwei Herrschaften sind ja schon unterwegs. Es wird nicht einfach werden, eine so hochrangige. Hochrangige. Es stehen alle unter ihren Federn. Selbst ich. Wie kann man das dann beweisen, oder habt ihr eine Idee? Überlegt. Sion schüttelt dann seinen Kopf, während er seinen Rabenschnabel wieder zurück in den Gurt befestigt und sagt, es passt zu viel zusammen. Vana, meine Schwester, hat weder die namenlose Tageverstärkung der anliegenden Städte angeordnet, um unsere Wachen an der Mauer zu verstärken, das habt ihr auch mitbekommen, noch hat sie einen Trupp losgeschickt, um nach dem Verbleib unseres Praetors zu veranlassen. Und nun sind auch noch unsere heiligen Fingerknochen der heiligen Ettilie verschwunden, die uns zu den bevorstehenden Tagen schützend beigestanden wären. Er ist eigentlich auf sich jetzt irgendwie angefressen. Er sagt dann, wie konnte ich nur so blind sein? Boron möge mir verzeihen. Auch wenn wir diese Tage kaum noch unseren heiligen Tempel sowie den Wall mit den wenigen Brüdern und Schwestern in Golgari sichern können, sollten wir dennoch umgehend handeln und nicht untätig warten. Wer weiß, was sich jetzt gerade auf Rabenstein zusammenfindet. Vana, kann ich, so schwer es mir auch fällt, nun kein Vertrauen mehr schenken, keineswegs. Sie scheint etwas zu planen. Ich glaube, ihr seid gut bedient damit, wenn ihr das Vertrauen eurer Vana gegenüber einschränkt. Was schlagt ihr jetzt vor? Ja, das ist auch die Frage, die mich plagt. Was auf keinen Fall passieren darf. Sollen wir jetzt einfach nach Burg Boronia oder Rabenfels gehen? Naja, es ist die Frage erstens einmal, was wir dort finden und was dort auf uns zukommt, wenn wir unvorbereitet dorthin kommen. Meines Erachtens nach wäre es am vernünftigsten, dass wir den Prätor irgendwie zu fassen bekommen. Ihr wisst doch, dass er dort sich aufgehalten hat in der Gegend Schwarzen Sichel. Ja. Rabenstein, ich meine, ob er jetzt da wirklich dort in der Burg Rabenstein bzw. Burg Boronia zu finden ist, das ist eine andere Frage. Liegt das überhaupt auf seiner Pilgerreise? Ich zeige euch ein Bild. Er erklärt es euch halt, ich zeige euch jetzt das Bild. Die Reise ist drei Tage lang circa, oder wie? Bis dorthin? Zwei, drei Tage oder so. Eineinhalb Tage. Also, okay. Aber wir gehen es dann gleich durch. Also, ihr seht da jetzt das St. Boronia. Mhm. Ja. Dann Moosbrunn. Dann kommt noch ein Dörfchen und von dem Dörfchen geht es dann, das steht hier drüber, steht Burg Boron. Boronia. Boronia, ja. Das war der Schwarzen Sichel. Also es dauert ungefähr zwei Tage, bis wir von. Wir haben jetzt den 26. Raja. Boroniane, meine zweite Schwester, hat euch vertraut. Dies ist auch ein Grund, warum ich euch hier an diesen Ort gebracht habe. Denn auch ich vertraue euch. Das ist schön. Was absolut wichtig ist, meine Schwester darf diesen Schlüssel nicht in die Hände bekommen. Was sagt Ihre Schwester? Wo habt ihr den Schlüssel? Den habe ich verstaut, sicher verstaut. Sicher verstaut. Was? Hast du den nicht abgeben? Der ist im Schließfach. Der ist im Schließfach, im Gasthaus. Was sagt das da? Was sagt ihr eure Schwester? Weil ihr seid doch geheißen, ihr sollt den Schlüssel holen. Was schlagt ihr vor? Ihr seid die Helden. Kommt mit. Ich meine, wichtig ist zu wissen, was auf Burg Boronia vor sich geht und wo der Verbleib des Prätors ist. Ja. Ihr dürft euch auf keinen Fall im Tempel blicken lassen. Dann gibt es einen Weg, der uns ungesehen aus diesem Tempel hier rausführt? Er nickt. Wo führt uns dieser Weg hin? Kommen wir auf diesem Weg wieder zurück nach Devensberg? Es gibt einen Weg, der direkt an den Boronanger führt. Den habt ihr auch gesehen. Der liegt an der Seite, sage ich mal, von St. Boronia in der Nähe der Stadt. Und von dort könnten wir unsere Sachen holen und dann aufbrechen zu Burg Boronia. Aber was sagt ihr eurer Schwester?
Er schaut, er überlegt, doch, er überlegt, doch, eine gute Frage, er überlegt. Dass ich mich doch getäuscht habe, etwas ganz anderes. Warner hat mich beauftragt, euch zu folgen, damit er mir den Schlüssel aushändigt, den sie auf keinen Fall bekommen kann. Versteckt ihn irgendwo, macht irgendwas damit, aber er darf nicht in die falschen Hände geraten. Kein Problem. Ich werde ihr weismachen, dass ich euch dann aber geweigert habe, mit diesen rauszurücken und mich in dem Moment einer Ablenkung an einen stillen Ort attackiert habe. Zumindest sehe ich auch so aus und er schaut so an sich runter. Er hat eh Blessuren. Also. Ja, wie auch noch. Ja. Ich könnte noch ein Bein hinzufügen. Der Dramaturgie. Er könnte mich auch töten, wenn er will. Dann befreit er endlich meine Seele aus dem Körper, damit ich in Borons Hallen fahren kann. Wir werden nichts dergleichen tun. Oh. Ich werde beim richtigen Moment an einem der Ausgänge, es gibt ja verschiedene Ausgänge, das unterirdische Gemäuer verlassen, sodass ich keiner mitbekommt, dass ich hier unten war. Ihr aber müsst von hier unten wieder nach oben kommen, ohne gesehen zu werden. Genau. Geht diesen Weg entlang, aus dem wir gekommen sind, und biegt bei der ersten Möglichkeit nach rechts. Folgt diesen Weg, bis ihr an einer zerklüfteten Wand steht. Wenn ihr diese Wand erreicht habt, müsst ihr die Mauer nach oben klettern. Dann werdet ihr den Stein geschlagene Stufen erreichen, die dann bis zu einem eisernen Tor führen, die von innen mit 3 schweren Bolzen geschlossen sind. Öffnet diese vorsichtig, dann seid ihr wieder an der Oberfläche, direkt am Boronanger, in der Nähe der Stadt Devensburg. Sobald die Tür oder das Tor wieder ins Schloss fällt, schieben sich die Bolzen wieder zurück und das Tor lässt sich dann auch nicht mehr öffnen. Das wäre die einzige Möglichkeit und ich versuche euch so viel Vorsprung zu geben, wie es mir möglich ist, euch zu geben. Das werden uns wahrscheinlich damit erfolgen. Ne? Ich werde bevor wir jetzt irgendwas tun, sind wir uns einig, dass uns unser Weg jetzt nach Burg Baronia führen sollte? Ah, eine Möglichkeit sehe ich nicht, oder ihr? Das wäre nämlich die Frage, ob irgendwer von euch eine andere Option sieht, weil das ist für mich die einzige gangbare Variante jetzt da. Weil wir brauchen den Prätor, meine Meinung jetzt. Mhm. Wir brauchen den Prätor. Und wir sollten schauen, was sich dort abspielt. Ob sich dort 10 Golgariten waren in Begleitung. Der Plus Prätor? Eine Heilerin. Wir kennen diese Heilerin, zumindest vom Namen her. Am besten, ihr reist in Richtung Burg Rabenstein, um im Verborgenen nach den Rechten zu schauen und haltet Augen und Ohren offen nach dem Prätor. Am besten ihr erkundigt euch in den angrenzenden Dörfern nach ihnen. Denn seine Pilgerreise führte auch durch dieses Gebiet Richtung der Burg. Entlang der Schwarzen Sichel. Es gibt einen Weg nach Rabenstein, eine holprige Straße durch das Gebirge. Von hier in Richtung Moosbrunn, weiter nach Wolkenried. Und vom Wolkenried führt ein schmaler Fußpfad zum teils verlassenen Dörfchen Steinbach, das am Fuße der Burg liegt, oder Burgruine eigentlich. Mhm. Das Ganze würde etwa 1,5 Tage dauern und dann wieder zurück. Das bedeutet, wenn ihr noch heute aufbrechen würdet, würdet ihr, wenn alles gut geht, heute Abend in Wolkenried und morgen Abend, dem 27. Raja, bei der Burg ankommen und am 29. Abend wieder zurück sein. Ja, wenn alles gut geht. Wenn alles gut geht. Aber für eine Kutschenfahrt reicht der Weg wahrscheinlich nicht aus, nehme ich an. Der Weg geht mit der Kutsche, das funktioniert. Ja. Aber sobald ihr den Fußpfad erreicht, dann natürlich nicht mehr, das ist klar. Fuß weiter, ja. Ich würde trotzdem den Fußweg bevorzugen, weil wir mit der Kutsche dann doch zu auffällig sind. Ja, natürlich. Vor allem nur mit den Pferden aushalten. Wir haben nur zwei. Mitreiten, oder? Wer kann von euch reiten? Ich kann nämlich auch. Könnten wir zwei reiten und du reitest bei einem Fuß oder hängt sich auf. Wir binden dich hinten an. Ja. Wir schleifen dich mit, das ist kein Problem. Schneller. Also wir können bis inklusive, also nach Moosbrunn, können wir... Gehen wir mal in die Stadt. Bitte? Achso, wir müssen sowieso in die Stadt gehen, unsere Sachen holen. Ja, wir müssen erst einmal nach Devensberg und in Moosbrunn bzw. in dem anderen Dorf vor der Burg Baronia müssen wir uns ja erkundigen, ob die Pilgerreisenden gesehen worden sind. Moosbrunn, dann kommt Wolkenried und dann vom Wolkenried führt ein schmaler Fußpfad teils zum verlassenen Dörfchen Steinbach, das am Fuße der Ruine Rabenstein liegt. Und wenn wir den Prätor nicht finden, schauen wir trotzdem zur Ruine rauf, oder wie? Ob sich da irgendwas sein könnte, sollte.
Was auch immer. Nach Rabenstein und hält dabei nach dem Praetor Ausschau und setzt mich dann bei eurer Rückkehr ins Bild. Habt ihr eine Möglichkeit, mir auf schnelleren Weg vielleicht eine Nachricht zukommen zu lassen? Goldschatten? Möglich wäre es, ja. Ja. Ich meine, ihr könnt auch, sobald ihr wieder zurück seid, schickt jemanden zu mir und lasst mich wissen, wo und wann wir uns treffen können. Hier an diesem Ort. Wo finden wir euch dann? Dürft ihr euch, ich bin hier. Ja, aber wir können uns hier nicht blicken lassen. Ich würde euch nicht raten, euch St. Boronia blicken zu lassen. Ja, wir müssen einen Boten schicken. Habt ihr eine Möglichkeit, mir schnell eine Information zukommen zu lassen? Solltet ihr eine gefunden haben? Wir von einer Eule, dann müssen wir sich dann einen Treffpunkt ausmachen. Wenn ihr eine Eule seht, die euch anstarrt, dann wisst ihr, wir sind wieder hier. Und die Eule weiß, wer ich bin? Ja. Das lasst unsere Gedanken sein. Ja, er scheint erstaunt zu sein, er blickt dich auch an. Wir müssen sich nur einen Treffpunkt ausmachen. Wo wir uns dann treffen. Ihr gebt vor, wo wir uns treffen. Na, außerhalb von der Stadt, nehme ich an. Am Boronanger vielleicht? Dort bei dem Ausgang, der uns von euch beschrieben worden ist? Wir können uns am Boronanger treffen. Ja. Weil ich glaube, der ist am unbeobachtetsten. Ich würde gerne mit euch auch auf den Boronanger gehen, aber die Gefahr ist doch zu groß, dass wir alle dort gesehen werden. Ihr hattet uns den Weg beschrieben, ich denke, wir finden hinaus. Sobald eine Eule euch anschaut, blöd gesagt, dann wisst ihr, es ist Zeit, um Boronanger zu gehen. Und dann werden wir auf euch warten. Er nickt. Er scheint sehr beeindruckt zu sein. Und das geht ihm nichts an. Das bleibt mein Geheimnis. Gut, wir haben einen Plan, würde ich sagen, oder? Ich werde hier unten noch meine Gebete nachgehen und euch somit etwas Zeit und Vorsprung geben, voranzukommen, um die Stadt zu verlassen. Denn sobald ich mit leeren Händen von meiner Schwester trete, wird sie nach euch suchen lassen. Sie will diesen Schlüssel. Ich habe das in ihren Augen gesehen. Ich glaube, sagt, irgendwer hat die Prüfung eh geschafft. Bevor wir gehen, ich wollte gerade sagen, was ist das, was sich da unter ihrem Schal befindet? Sie hat nur einen Schal um. Ich hätte schwören können, als wir ihr Zimmer verlassen haben, dass sich darunter etwas bewegt hatte. Er schaut. Er hat auch, weißt du, das gibt es ja diesen Schal, den man unter der Rüstung trägt. Ja, genau. Damit, genau. Also er hat das auch, er hat es halt nur nicht so hoch gezogen wie sie. Sie wirkt doch etwas schwach. Sie wirkt wird der Schlaf sein, kränklich, glaube ich, wurde gesagt. Leidet sie schon länger an diesem... Ich sagte, ihre Veränderungen traten ein, als sie von der... Also auch diese Veränderung. Ja, nicht. Nichts so schnell, langsam. Verzeiht mir den Ausdruck, aber es wirkt für mich, als würde sie dahin siechen. Meine Schwester ist doch nicht mehr so, wie meine Schwester noch vorher war. Es wirkt uns unnatürlich. Nun gut. Ich werde in der Zwischenzeit versuchen... Vielleicht von meiner Schwester doch Verstärkung von den umliegenden Städten zu erbitten, wenn es meine Schwester schon nicht tut. Und ich werde auch versuchen herauszufinden, sollten sie noch hier sein, wo die heiligen Fingerknochen sind. Auch ich darf nicht zu auffällig agieren. Sonst es wird auch für mich schwer werden, meine Schwester davon zu überzeugen, dass ihr... Der schaut wieder so an sich runter... Das war's. Ihr wisst, geweihte Lügen. Schwierig, ja? Ja, wir könnten ihn ja wirklich noch ein bisschen verprügeln. Dann wäre es keine Lüge. Jeder von uns gibt ihm noch eine mit und dann gehen wir. Aber bitte, ihr müsst diesen Schlüssel verstecken. Irgendetwas tun das damit. Unsere Sorge sein. Es darf der Schlüssel
nicht in die falschen Hände gekommen. Meine Schwester hat zumindest das Banner. Was definitiv mir zuzuschreiben ist. Ihr wisst noch, da gebe ich nur diesen Input. Banner funktioniert erst, wenn mit der Stange. Die Stange. Nur Banner, nur Stange geht nicht. Mhm. Man braucht beides. Darum haben sie auch damals, wie der Orden zerschlagen worden ist, beides an verschiedenen Orten untergebracht und nicht alles in einem. Aber haben wir der erzählt, dass man mit dem Stab, mit dem Orden, ja, auch haben wir das erzählt? Nein, nein, das direkt habe ich ihr nicht erzählt. Ich habe sie nur. Also in Boris habe ich nicht erwähnt. Die Begebenheit hatte ich ihr schon erzählt. Und auf das hinauf hat sie dann angefangen zu erzählen, dass Stab und Banner gemeinsam nur funktionieren. Ihr habt sie also erzählt, das weiß sie schon. Ihr habt sie auch den Kopf, den Zwergenkopf erzählt. Erzählt, ja. Den Zwergenkopf habt ihr erzählt. Von der Nachricht habe ich ihr erzählt. Ihr sagtet, ihr habt einen Schädel bei den Finsterzwergen gefunden. Ja, da scheint ja der Rose zu schimmern. Einen verkupferten, ja. Einen alten Zwergenschädel. Ja. Möglicherweise. Wie hat er ausgesehen? Kupfern. Kupfer von einem Zwerg. Von einer Frau, oder? Ich glaube, ihr hattet geschlussfolgert anhand der Kopfform, dass es eine Frau gewesen sein könnte. Der Schädel hatte auch ein Loch am Kopf, oder? Ja, irgendwas Stumpfes. Irgendeine stumpfe Gewalteinwirkung war es, die scheinbar das Leben dieses Zwerges beendet hatte. Den habe ich auch stets bei mir. Ein bisschen makaber, ein bisschen pervers, aber... Ist ein interessanter Mann. Nein, sagst du. Und hier unten wurden Dämonen beschworen, die Diener Agrimoth sind, dem Widersacher Ingarims, dem Gott der Zwerge. Vielleicht ist es nur ein Zufall, jedoch glaube ich an keinen Zufall. Wir sollten auch dies auch nicht aus den Augen verlieren. Naja. Verrückte Zwerge. Ein alter, zerschlagener Nekromantenkult. Eine alte Festung, die sich aus ihren Ruinen. Probe auf Klugheit, alle. Alle, Probe auf Klugheit. Das wird spannend. Erschwert oder so? Nein. Geschafft. Geschafft. Nicht geschafft. Du bist halt gerade so. Ihr zwei habt ja noch die Bilder im Kopf und euch ist aufgefallen, auf diesem einen Bild war eine kleinere Person zu sehen unter diesen schwarzen, verhüllten Personen, die anscheinend die so gezeichnet wurden, hat sich auch eine kleinere Person darunter befunden, der einen Stab in der Hand gehalten hat. Nur so, für euch. Ich muss euch nur diese Inputs geben, ist klar, wenn man länger dann nicht gespielt hat, dann vergisst man solche Sachen wieder. Okay. Also unser Ziel ist gesteckt, oder? Ja. Wir haben hier unten nichts mehr zu schaffen. Mir wäre es sehr recht, wenn wir hier rausgehen. Ja, mir persönlich wäre es auch sehr recht. Ich finde es eigentlich ganz nett hier, aber wir können trotzdem verschwinden. Ich möchte wieder in den Wald. Macht ihr mal noch eine Probe auf Sinnesschärfe Sicht, die um 2 erschwert ist. 20 ist schon ganz wahnsinnig. QS3. Warte, das. Ich will nur wissen, ob du es geschafft hast. Geschafft. Nicht geschafft. Ich hab's geschafft. Nein! Sicht hast du geschafft? Ja, Sicht habe ich geschafft. Alter! Wie geil! 4, 6, 10. Orgerscheiß. Orgerscheiß. Ja. Sogar mit mir. Ihr schaut nochmal so auf dieses eine Bild. Bild Nummer 6. Ich erzähle euch nochmal das Bild. Nun ist wieder der Wald zu sehen. Keine nunmehr stehende Wache ist zu sehen. Alle liegen tot in ihrem eigenen Blut. Unzählig untote Wesen haben nun das Tor passiert und steuern den Hügel an, wo sich Sankta Boronia befindet. Jedoch ist diesmal Sankta Boronia nicht mehr zu sehen, denn diesmal ist ein enormer Rauchnebel schwade zu erkennen, das sich über den gesamten Tempel gelegt hat und es somit verhüllt. Auch ist bei genauerer Betrachtung ein riesiger Rabenschwarm zu erkennen, der aus den Nebelschwaden geflogen gegleitet kommt. Nun schreiten aufrechtgehende Personen in schwarzen Kutten durch das Tor, die ihre Arme in Richtung der Untoten strecken. Was dir, euch, auffällt,
ist eine kleinere dargestellte Person, die ebenfalls in eine Kutte gehüllt ist und einen Stab oder einen Ast nach vorne gerichtet hält. Wie viele es aber insgesamt sind, kannst du nicht erkennen, da der Rauch des verbrannten Tores diese Stelle ziemlich undeutlich dargestellt hat. Keine Sterne sind am Himmelsdach zu sehen. Und alle, die die Probe geschafft haben und sich so diese aufrechtgehenden, nach vorne gerichteten, fingernden Personen anschauen und auch diesen kleinere Person mit dem Ast oder diesem Stab in der Hand, kann man einen Ring erkennen an einem der Finger. Probe auf Götter und Kulte, die es geschafft haben, bitte. 7 Spitzen. Nicht geschafft mehr. Kurs 2. Bleiben alle Punkte über. Ich will nur wissen, ob du es geschafft hast. Ich habe es auch geschafft. Sagst nichts mehr, gell? Ja, die sind das Schärfen. Ich habe die Zinkenwürfeln am Laufen. Ja, ich mache das immer so mit den Fingern, bis ich dann das Ergebnis habe. Ja, genau. Ich würfel mal. Also die, die es geschafft haben, nein, ich brauche die QS nicht. Dann hör bitte weg. Ist eindeutig. Das ist passt vielleicht eh, das weißt du nicht. Du hast das gelesen von mir aus. Du hast dich viel weitergebildet. Jeden Tag ein Buch. Genau. Du sowieso. Nee, ich habe das Buch, diese 12 göttliche Präferie einstecken. Dämonensiegel. Ja. Also das ist das Siegel der Dämonen, das auch im Nekromantenrat wie ein Logo ist. Okay. Also, was hat das mit dem kopfernen Schädel zu tun? Das verstehe ich nicht ganz. Mit was? Mit dem kopfernen Schädel. Frag mich nicht, ich habe keine Ahnung. Er muss improvisieren. Er improvisiert auch noch. Richtig. Kann sein, muss es nicht. Ja. Nur diese Dämonen, die da unten waren, waren halt zumindest Widersacher Ingarims. Was sehr merkwürdig ist. Auf jeden Fall. Dämonen. Vielleicht ist es auch nur Zufall, hat er gesagt. Vielleicht ist es auch nur Zufall. Ja, ich glaube genauso wenig an Zufälle wie er. Also ja, er hat zumindest gesagt, er glaubt nicht an Zufälle. Na, kann nicht passieren, dass er gesagt hat. Aber vielleicht. Die Dämonen und solche Sachen sind für Kreuz sehr interessant. Ja, ja, du bist ja auch alles, der alles eingenadet hat. Ja. Totenschädel, hey, Leimann, Fingerknochen, oh, Leimann. Ja, aber hast du die Fingerknochen? Ja, ich habe alles so komische Sachen. Ah, das könnte ich auch irgendwie einbauen. Ja, er war's. Ja, genau. Er hat doch den alten Mann auf den Markt gerannt. Er muss es gewesen sein. Gut. Okay. So, nun geht. Und möge Boron uns allen gnädig sein. Ich gebe euch so viel Zeit Vorsprung, wie es mir möglich ist. Jedoch muss ich bald vor meiner Schwester treten, damit sie keinen Verdacht schöpft, dass zu viel Zeit vergangen ist. Das ist so ungefähr, wie es geht, die Welt steht bald am Kopf und ihr werdet halt die Personen, die halt das, die Welt noch retten können. Weiß ich nicht, ob ihr dann auch dastehen würdet. Ja, mit das könnte uns helfen. Das würde mir was du dazu definitiv sowieso weißt, Bohrungeweihte, Golgariten haben eigentlich kein Geld. Nichts. Kein Geld. Für denen ist Geld sinnlos. Schlafen kein Geld und billige. Das ist eigentlich mein Glaube. Schlafen, beten. Das ist ja unnötig, das ist nur ein Fallen. Das ist verboten, das machen immer nur das Brave und schlafen. Und jetzt, na gut. Ich wünsche euch alles Gute. Oder besser gesagt, ich wünsche uns alles Gute. Ja. Danke für nix. Warum helfen wir eigentlich immer den Ärmsten? Ja, ihr seid aber noch nie schlecht ausgestiegen. Kann da nicht irgendwann mal so ein reicher Edelmann kommen und so ein bisschen... Ich finde halt ein schwarzes Auge einfach so. Ja? Ich biete ihn ein schwarzes Auge an. Wir haben noch nie uns gehabt eigentlich. Ne? Wir melden die Kühe von einem Bauern und der schenkt uns einfach so ein schwarzes Auge. Wir haben noch nie uns gehabt, was in der Gruppe ist. Du kannst gerne einschreiten. Für dich ist es ein... Besser nicht. Für dich ist es unbezahlbar, diese Arbeit zu leisten. Unbezahlbar. Ich diskutiere auch nicht. Nein, eh nicht. Ich gehe sowieso diesen Weg. Redet sie ihn an, könntest du ihm anreden. Nein, das ist schon klar. Nein, ihr könnt es ihm natürlich anreden. Ich denke mal, das ist so ein kleines Kind. Schon wieder. Ja, so. Verdammte Scheiße. Es gibt sicher genug Kultisten, die wir abschlachten können. Die haben sicher Geld einstecken. Das könnt ihr euch dann alles einstreifen. Kulte haben oft viel Geld. Ja. Das ist absolut verbotene Sachen.
verbotene Sachen. Das ist auch erinnert ihr euch noch? Erinnert ihr euch noch im Dorf Altenbrück diese goldene Statue, die sie gebaut haben, die sie eingeschmolzen haben? Das sagen wir, während wir schon eigentlich das Geld ausgeben. Verteilen wir schon die Schätze, bevor wir überhaupt dort waren. Also von daher ist die Vermutung jetzt nicht weit hergeholt, dass wir bei diesen Kultleuten irgendwas Wertvolles finden können, wo ihr euch sicher einladen könnt. Ich versuche natürlich schon DSA-gerecht zu spielen, ja, dass der Golgarit sagt, der bekommt alle 50, das wäre dann halt wieder so, das ist irgendwie nicht richtig. Ja. Das ist nur ein Spaß. Nur die verbotenen Sachen bleiben das bei mir, die werden nicht entsorgt. Welche verbotenen Sachen? Ist egal. Ist egal. Ihr wisst, was ich meine. Er streitet schon beim Rausgehen. Er steht nur hinten in Gebeten vertieft, hofft nur, dass alles gut geht. Blutet das ein und er hört nur, dass wenn sie durch den Gang geht, das Hallen so. Das allererst, was er hört, also, ja, ich habe gehört, Kulte haben relativ viel. Ja, und gute Sachen zum Rauchen und verbotene Sachen. Nein, Mischte, Aussetzer. So, aber ihr wisst, um was es geht. Ja, ich denke schon. Ja. Wir müssen den komischen Typen finden, den Prätor. Danke. Ja, ja. Kurt, erzähl uns, was ist zum Tun? Wir müssen dorthin, also den Abweg nachgehen, wo er seinen Pilgerreise hat. Wir müssen diesen Prätor finden. Ja. Danke, wir müssen den Herrn finden. Und ja, das ist unsere Aufgabe. Wenn wir den jetzt nicht finden sollten, dann fahren wir wieder heim. Wir müssen zumindest zur Burg Baronia raufgehen und schauen, was sich dort abspielt. Irgendwas ist, der Weg führt dorthin, er hat diesen Weg eingeschlagen. Ja. Mhm. Ob er jetzt da bei der Burg war, weiß keiner. Ja. Wissen wir ja nicht. Könnte schon wieder weg sein. Aber es war auf jeden Fall ein großer Trupp und das wisst ihr auch, wenn 10 Golgariten unterwegs sind, es ist eigentlich... Die fallen auf, ja, und es ist ein Trupp. Ja, es ist jetzt da nicht, er hat jetzt da einen Bodyguard, also eine Wache mit für seinen Schutz, sondern es war... Und das ist auch immer klar, natürlich umso prächtiger, umso pompöser man auftritt in einem kleinen Dorf, ja, umso sicherer kommen mit dem Plattenpanzer oder richtig, mit der Ritterrüstung. Umso sicherer fühlen sich einfach diese Dörfer. Und ihr habt schon genug in eurer Reise diese fernablegenden Dörfer gesehen, die ja, halt... Eigentlich nur die gesehen. Ja, richtig, ja, genau. Altenburg. Ich führe nur noch sowas. Die ja, gemütlichen Dörfer. Es ist natürlich so, wenn alles einfach und du bist halt... weit weg von dem, was passiert auf Aventurien und dann kommen auf einmal 10 Mann und ein Prätor und eine Heilerin. Ja, das ist dann natürlich der Namenlose dargestellt bevor, ja, aber es kann uns nichts passieren. Da reibst du mal mit den Gichtgriffeln durch die verschorften Augen und schaust, ob ja, du genau. richtig siehst. Den Schlüssel, das hat er euch auch gesagt, der darf in keine falschen Hände verstecken oder weiß ich nicht. Er hat euch nicht gesagt, was. Der Schlüssel darf noch nicht in die falschen Hände geraten. Aber was macht der Prior? Aber sind meine Hände schon die falschen Hände? Der kann uns dann hoffentlich weiterhelfen, was wir tun sollen. Das ist der oberste Befehlshaber Sankt der Boronia. Er kann auch die Verstärkungen rufen dann, oder? Dementsprechend. Auch, seine Schwester hat es nicht getan. Das hat er auch gesagt. Mhm. Er versucht das jetzt da schon zu handeln, weil die namenlosen Tage sind da, es kann eins und eins auch zusammenzählen, die Knochen sind verschwunden, die Schwester ist happy über den Ding, wollte unbedingt den Fingerknochen haben. Weil unbedingt die Schlüssel haben? Also den Schlüssel, ja, die Fingerknochen, also ja, Fingerknochen und den Knochenschlüssel, ja, richtig, genau. Fingerknochenschlüssel. Der ist dafür da, der uns sagt, was wir machen sollten, dass er Versteckung holen kann. Ne? Genau. Es ist natürlich so, wenn so ein Mann da ist, ist auch die Gemeinschaft stärker einfach. Ja, ist klar, ja. Als wenn so eine jetzt sehr geschwächte Dame die Oberbefehlshaberin von Sankt Baronia ist und der Golgariten und die namenlosen Tage bevorstehen. Ihr wisst, namenlose Tage sind einfach ungut. Richtig ungut. Und es befindet euch genau an der Grenze, da ist dieser Wall. Der Wall ist ja nicht gebaut worden, weil ist ja gerade ziemlich leibend. Wir haben jetzt so viele Ziegelsteine, ja, genau. Lass uns den Wall bauen. Jetzt bauen wir einfach mal einen mächtigen 10 Schritt hohen Wall. Der Wall ist gebaut worden, einfach auch, weil von Tobrien her oder von der Varunkai her Yolgomath. Genau. Das sind halt nicht die angenehmsten Nachbarn. Genau, also der Wall ist ja gebaut worden, um das abzuwenden. Das haben sich auf diesen Schlachtfeldern ja schon unendlich viele Schlachten sind dort abgehalten worden. Meistens zu den namenlosen Tagen. Bezeichnend, hm? Die sieben gezeichneten, die irgendwie Kampagne cool, der Kampagnen von DSA hat sich auch dort abgespielt. Aber wer weiß, vielleicht seid ihr. Große Eroberungsfeldzug von Barbarat. Mal schauen, was kommt. Während wir aus der Höhle rausmarschieren,
werfe ich dann einfach mal so einen Begriff in den Raum. Sanguinare Vampires. Bitte was? Vampirismus. Ich habe das letzte, also wie wir auf der Feste Greifenstein waren, der Priester dort hatte einige dieser Dreiheller-Romane und da ging es halt um Vampire und da musste ich halt unweigerlich an die Schwester von oben denken mit ihrem blassen Gesicht und ihren Rollkragen. Also in dem Buch hatte halt dieser Vampir sein hochgezogenes Baumwoll, damit er die Einstichlöcher von dem Vampirbiss verdecken kann. Ja, ist mir jetzt so eingefallen und der Autor dieses Buches nannte das halt Sanguinare Vampires. Wenn er das erzählt, da läuft mir ein kalter Schauer den Rücken hinunter. Bei dir sind die Vampire? Ja, gibt's ja, natürlich. Vor allem der Werwölfe und alles. Das habt ihr sogar damals, glaube ich, wie wir dieses den One-Shot gespielt haben. Ja. Ist auch um Vampire gegangen. Vampire und Werwölfe ist Werwölfe, ja. Vampire auch, das stimmt ja gar nicht gut. Du kannst ja theoretisch sogar einen spielen. Ja. Werwolf. Nein, beides. Ja, Vampir geht auch, ja. Ist sogar drinnen im cool. Regelheft. Ja. Cool, das war komplett. Okay. Aber es ist halt schwer zum Spielen, gell? Also, ja, weil untertags zum Beispiel kannst du dich nicht bewegen. Mhm. Also draußen, so eine süße Kampagne wäre eher nichts dann. Nicht so ganz. Oder in der Wüste kaum einen Vampir spielen. Ja, genau. Gut, meine Herren. Okay. Also raus, rechts. Eure und dann Aufgabe die Wand ist hinauf. Klar, eure Aufgabe, ihr habt euch den angenommen. Wie könnte man hier auch Nein sagen? Also ich sowieso nicht. Ja, ich gehe noch schnell Zigaretten holen und bin gleich wieder hier. Wir treffen uns bei der Burg, okay? Ja, ihr kennt den Weg, oder? Kommt raus. Soll ich dabei vorfahren mit der Kutsche? Ja, fahr dabei vor mit der Kutsche. So wendet ihr euch von Sigon ab und verlässt diesen heiligen Raum, welcher der heiligen Ethilia gewidmet ist. Nach einigen hundert Schritt den Gang entlang, von dem ihr gekommen seid, biegt er, wie euch gesagt wurde, an der ersten Kreuzung nach rechts. Auch dieser Weg ist sehr eng und ohne Lichtquellen. Aber ihr habt so die Fackel. Ich habe die Fackel noch, ja. Und ist ohne Lichtquelle kaum zu bewältigen, da der steinerne Boden unter euch sehr uneben, auch rutschig, es tropft von oben ist und jetzt leicht bergab geht. Nach gefühlt einer halben Ewigkeit da unten, ihr habt ja wirklich keine Ahnung mehr, wo ihr jetzt da seid. Gibt es eine Druckplatte? Das war ein Klassiker. Ja, war so super. Wir haben die Falle eh schon übergangen. Ja, du, steig nochmal drauf. Ja, ja. Da könnte was drunter sein. Und ja, der hat sich ja noch anpumpen. Das war das Leibende, falls der runterklappt. Ja, genau. Macht nur Klack. Und er ist anpumpen und wir rennen schon. Du auch. Nach gefühlt einer halben Ewigkeit endet dieser Weg tatsächlich an einer Felswand, die steil nach oben ins Dunkle ragt, sodass ihr das Ende nicht sehen könnt. Ich mag sowas nicht. Bitte schön. Wir haben jetzt da zwei Fackeln mit. Du hast eine und ich habe eine, oder? Ja. Kann man an dieser Wand hochklettern, so wie uns der Zigon das vorgibt? Kann man. Aber wird nicht einfach sein, oder? Das kannst du schwer sagen. Du siehst nur drei Schritte drauf und die schauen so aus, als würden es ohne Probleme gehen. Aber wie weit es da jetzt noch rauf geht, keine Ahnung. Soll ich einmal vorausklettern mit der Fackel in der Hand? Ja, es hört sich schwer an. Wie ist denn die Fackel noch hoch? Ja, aber wenn die runterfällt, ich habe nichts zum Anzünden dabei, dann geht die aus. Du hast deine Kleidung. Stimmt, wir haben die zweite Fackel. Naja gut, dann ist aber nass, die können wir nicht wieder anzünden. Warte mal kurz. Muss ich wieder mal schauen. Ich meine, ich wüsste nicht, wie hoch das ist, könnte ich auch aufhüpfen und mein Seil von euch runterlassen. Dann tut es euch wesentlich leichter. Nur ich weiß nicht, wie hoch das ist. Welches Seil? Ich habe auch gerade gedacht. An die Idee heraus, und das habe ich nämlich auch schon gedacht, das Leib und wer, aber. Ich habe gerade gedacht, wo habt ihr ein Seil? Habe ich was verpasst? Guter Einwand. So, und während ihr noch diskutiert, formt Dymion wieder mit seinen eleganten Bewegungen ein Licht über uns. Oh. Flimflam. Funkel. Und ich habe Kurs 4, das heißt,
Ich erschaffe ein Licht mit der Helligkeit, die einen Raum mit 5x5 Schritt ausleuchtet. Aha, okay. Und dann können wir alle klettern, weil die Kugel verfolgt mich. Sehr Lern. Geil, das ist sehr geil. Auf jeden Fall, wenn du dieses Licht aktivierst. Ah, Zauberimmun. Siehst du, 5 Schritt hast du gesagt. 5x5 Schritt. Siehst du, dass die Wand nach 5 Metern oder nach 5 Schritt noch immer nicht zu Ende sein scheint? Ja, aber ihr könnt jetzt alle auf jeden Fall neben mir klettern. Geht sich das aus, dass man so nebeneinander klettern? Also das ist so ein schmaler Weg, der ist dann etwas breiter, also es ist steil bergab gegangen, ja? Und dann ändert das so, also es geht schon, also man kann daneben nebeneinander klettern. Ja. Okay. Das heißt, wir können die Fackeln auch wegschmeißen, dann haben wir beide Hände frei zum Klettern. Ja, dafür ist es gedacht. Wie lange hält denn? Aus. Zwei Astralpunkte zum Zaubern und ein Astralpunkt pro Stunde, den ich verwende, also für die erste Stunde. Ich habe jetzt 17, wir könnten jetzt noch 17 Stunden klettern. Wir können, ja. Wer weiß, wie hoch die Wand ist. Ich weiß nicht, ob ich das körperlich durchstehe, 17 Stunden klettern, aber ja. Das sagt gerade Andrin. Aber ich habe schon gewusst, dass ich damals den Zauber haben will. Und genau deswegen erleichtere ich euch die Kletterprobe jetzt da, weil das ist wirklich angenehm hell jetzt da durch dein Ding. Kann man sogar das Licht aussuchen. Und das sind halt auch die Sachen, die ich halt dann auch belohne, wenn man solche Ideen hat. Wenn man das halt hat, ja, erleichtere ich euch die Klettern +3. +3? Dann würde ich auch gerne. Wenn ihr einfach einen schönen Blick habt auf den Fenster, auf den ihr greifen könnt. Ich hätte auch Pech haben können, dass ich Kurs 1 mache, dann haben wir eine Kerze. So. Auch der Hexensprung wäre geil gewesen. Ist ja das Problem dann, ja. Nein, der ist leider eine Decke, du Kneißt. Hupft, endet nicht. Das sind so Stalaktiten genau in der Lehre. Ja. Okay. Also ich habe meine Kletterprobe geschafft. +3. Aber also muss euch nur sagen, wenn ihr den verhaut, 220er Würfel, dann passiert was. Aber es heißt ja nur, wenn man es nicht schafft, dass man einfach ewig lang drauf ist. Das ist länger dauert. Die ersten 20er habe ich schon. Ja, sehr gut. Das wird interessant. 8, 10. Und 3 erleichtert, gell? Mhm. Ich habe es nicht geschafft. Also ich brauche um einiges länger. Okay. Somit braucht sie alle länger, weil der Dymion jetzt dann natürlich sich wahrscheinlich auch an den Hort hält. Ich hätte es verdammt rutschig. Ich hasse es. Die staubtrockenen Steine. Es ist rutschig. Es ist ein unser Feichleiter zu kassen. Ihr braucht 5 Tage darauf. Meine losen Tage haben wir gerade so kurz mit drinnen. Der andere haltet uns, während wir schlafen. Seine er beugt sich so weg, gell, dass ihr so drin liegen könnt. Und er macht immer noch seine Übungen. Ja, genau. Gut, also es sind ja doch 5 Schritte. Also anderen wahrscheinlich gibt Gas. Kurt, und du bist wahrscheinlich in der Mitte oder halt in der Mitte von euch dreien, ja. Und du siehst halt, dass Kurt ewig braucht. Also entweder er hat extreme Angst oder er ist einfach zu blöd, um diese hell erleuchteten Felsen ordentlich zu packen und sich hinaufzuziehen. Aber es dauert eine gefühlte Ewigkeit, was dir natürlich auch, Dymion, anderen auch, du wirst dich dann auch ein bisschen dem Licht anpassen, es schmerzen dann natürlich eure Arme, ja, weil umso schneller man oben ist, umso schneller hat man nicht diese ewige Gewichtsbelastung. Ja. Aber was soll's? Ihr kommt oben an, aber ihr glaubt, es wird sicher jetzt einmal so eine Woche unterwegs, ist euch das so vorkommen. Aber er drückt euch Schritt für Schritt keuchend die Felswand nach oben. Aber dann, nach geschätzt 15 Schritt Aufstieg, erreicht ihr eine Art Plattform.